Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen, Version 3.0. Ich werde jetzt noch die nächste Seemaschine holen und voll auffüllen. Ob wir noch nicht reparieren müssen, nicht geschaut. Und dann die anderen Fahrzeuge noch runterfahren. Ne? Die jetzt ohne Deichsel muss ich halt mit dem LKW schnappen. Muss aber irgendwo rumstehen. Und dann geht es ja los, Vorbereitung mit, dann soll hier noch gedüngt werden auf Feld Nummer 12. Dann wird gleich geflügt und dann wird bei der Aussaat entsprechend gleich das zweite Mal gedüngt und dann haben wir zwei Stufen fertig. Sparen wir Zeit ein. Und dann muss ich warten, bis die Wachstumsstufe kommt, die erste, oder Unkraut wächst und dann. Also im Grunde reicht es aus, wenn die Saat aufgeht und wir können Unkraut bekämpfen, auch wenn nichts da ist. Wenn man das entsprechend sieht auf Acker, dass es dunkel wird, dann kann man auch hinterher düngen. Aber das muss vorerst mal gekeimt haben zumindest. Und dann kann man, wenn es nicht dunkel wird, dann nutzt das nichts. Ob Unkraut da ist, muss erstmal diese vorhandene, ja, Textur ist ja nicht, aber im Prinzip die Berechnungsebene überspringen irgendwie. Weiß ich, wie beschreiben soll. Jedenfalls ist dann was in Veränderung eingetreten. So stelle ich mir das vor. So, da haben wir jetzt vier Geräte fertig. Aufgefüllt. Reparieren. Ja. 9%. Könnte man noch vernachlässigen. So, nächste Gerät mit. Ja. Den Anhänger für. So, wo stelle ich hier am besten hin? Und da sind die anderen Geräte drin, so Schwatter und die beiden Feldspritzen. Das habe ich ja im globalen Markt im Kopf, nicht so gut, aber nicht so viel. So, wo stelle ich das gut hin? Ich habe ja hier die schönen Hallen, ne? Das kann man hier schön verstauen. Aber in der Halle ist das nicht so geeignet. Wie gesagt, das ist so ein, sag mal, Deichsel ist nicht so mein Fall. Rückwärts fahren wir sehen, vielleicht hier. Müssen wir das hier vorne reingeschoben kriegen. Wenn ja, ist gut, wenn nicht, ja, wird schwierig. Ja, das wird nichts. Brauche ich nicht probieren. Dann brauchen wir einen anderen Platz. Und das wo? Beim Kartlager nicht. Ich denke, das ist das im Prinzip. So, ah, da ist Düngerstreu, okay. Na, hier werden wir ja nichts reinfahren, keine Silage. Hier können wir immer hinstellen. Da ist der LKW. Können wir dran lassen. Erstmal. Wir nehmen das LKW und werden die ganzen anderen Fahrzeuge nehmen und runterfahren. Ja, ich habe den gekauft. Dann brauchen wir den anderen, aber ein bisschen klein. Mengenmäßig. Und auf Dauer ist das dann stressig, in Anführungszeichen. Ne? Ich meine, jetzt später müsste man nicht mehr haben, aber gut. Das ist so schnell drin mit 10. Ne? Der ist recht gut, der ist stabil im Weg an der Straße. Der bricht so schnell nicht aus. Kann man auch Gas geben. Also muss jetzt die ganzen. Also der Milchwagenanhänger kann man ja theoretisch bei der Kühe hinstellen. Wenn da noch Platz ist. Ich will das ein bisschen so sortieren, dass man sagen kann, oh, das ist jetzt für die Kühe vorgesehen, das können wir da hinstellen. Wenn der Platz ausreichend ist, ne, das ist schon ziemlich voll. Weil aktuell habe ich plane ich nicht, irgendwie andere Gebäude aufzustellen, sondern will man die nutzen, die da sind. Ne? Ja, hier ist schon ganz schön gewaltig. Ich bin da gespannt. Oh, hier ist schon ziemlich voll. Sehr voll. Hier ist noch Platz. Ah, Mensch. Ja, hier ist das Lager. Hier einmal Stroh, Silage und Heu. Heu ist voll. Silage, ja, 58.000, Stroh 49. Ich finde das praktisch. Dann haben wir da, naja,
Gott, wir haben früher mal einmal am Tag gefahren, ne? Oder zweimal am Tag. Ne, zweimal nicht, einmal am Tag. Und jetzt haben wir halt so, dass es ab und zu mal, ne? Ich weiß auch nicht genau, wie oft wir das machen müssen. Nur schauen, dass Stroh dann genug da ist. So. Den Güllanhänger ist mit Deichsel, glaube ich. Und dann können wir aber auch nehmen wir den Standardgülle fast. Vielleicht verkaufe ich auch noch ein, zwei Mal sehen. Oh, Kalkgülle leer. Jetzt habe ich den Überladewagen gekauft, ne? Also, beziehungsweise der war da. Aber gekauft habe ich schon mal vorher irgendwann. Hier gibt es auch ein Kalkwerk. Ich muss mal schauen, ob da was sich lohnt zu machen. Ich denke mal, zurzeit lohnt sich das nicht. Wo ist hier die Gülle? Misthaufen ist da. Oh, der wird voll. Hat sich das Vorspulen schon mal rentiert? Kann mir kein Leitung legen hier zum BGH. Das wäre doch einfach, ne? Wäre doch sinnvoll. Aber der Stall, der war so vorhanden. Man musste nur entsprechend eine anbauen. Ne? Weiter im Prinzip. Mal gucken, wo die Gülle gibt. Bis habe ich mal gesehen. Ach, die Gülle ist ja da vorne, stimmt ja. Das wurde ja nicht verändert. Gibt es immer nur einen Trigger, das ist was Gutes. Dann können wir mal bei Gelegenheit die BGH vollpumpen mit Gülle. Und dann mal mit Gäre erst die düngen, ne? Aber wie gesagt, das machen wir mal warten, wenn das voll ist. Ich überlege ja auch, wie das Silage ballen oder Silage vollfahren. Ne? Wir können ja die eine BGH mal vollfahren bei der BGH und den anderen mal sehen. Der andere ist für Holz. Und der ist für Transporte. Ein Kleingerät vom Händler. Da haben wir noch ein Förderband zu stehen. Das hatte ich aber zurückgesetzt gehabt, bevor ich die neue Karte erzählt habe. Aber hat super geklappt mit zurücksetzen, ne? Schönes Video gesehen, also von der Klären her bei Fat Action. Hat er seine Homepage nochmal verlinkt extra, da kann man sich das entsprechend aussuchen. Da hat er mal einen Livestream erklärt und das hat er separat nochmal hochgeladen. Als man ihn lange suchen muss, ne? War erstmal von der 1 auf die 4 umgezogen. Und auch da wollte er alles mitnehmen, von Tiere bis hin zum ja, Gerätschaften, ne? Wie gesagt, wenn man weiß, ist es einfach, ne? Kühe war ein bisschen schwieriger. Weil da hatte ich das Problem gehabt. Ich habe ja die Kühe in zwei Stellen gehabt. Und hier ist nur noch ein Stall. Das macht sich äußerst ungünstig, wenn du von zwei in einen willst. Deshalb habe ich den Hof 1 dazu gekauft, um da die Rinder unterzubringen. Ne? Milchkauf ist halt nicht so wichtig. Das ist ja der Forstanhänger. Wo stelle ich den am besten hin? Das weiß ich jetzt noch nicht. Den Holz machen, ich will ja, den mal für die Produktion brauchen wir Paletten. Da denke ich da ganz stark. Und deswegen brauchen wir ein paar Bäume. Wenn jetzt die Aussaat mit durch ist und wir haben ein bisschen Zeit, das kommt ja garantiert, dann werden wir Holz brauchen. Unser Wald haben wir gekauft, dann kann ich theoretisch da auch hinstellen. Brauchen die dann entsprechend mal. Ne? Unser Harvester ist ja mitten im Wald, ne? Da muss ich mich freikämpfen. Da war ich dann schon zeitlich so knapp dran und gesagt, ach, dann lass mal stehen. Was bist da jetzt extra groß noch loslegen, ne? ob ich das mal schaffe, den Wald zu pflanzen? Glaube ich bald nicht, aber gut. Ja, war bei der ersten Karte Version 1 war, glaube ich, so, war das gleiche Problem auch. Umzug. Da gab es neue Gebäude, also hier für Hof 3 und so. Also gab es Veränderungen und dadurch muss man neue Karte beginnen, neuen Spielstandprinzip. Und ja,
da habe ich es noch einfach gemacht, da habe ich mir einfach alles neu gekauft. Geht auch. Und hinterher das Geld entsprechend verrechnet, kann man sagen. Aber jetzt habe ich es ein bisschen einfacher gemacht. Gut Geld, gut schreiben, das geht sowieso. Ich habe dazu sagen, aber auch die BGH entsprechend die Einnahmen gerechnet. Weil das eine Silo war ja komplett voll, ne? Und das hat mir dann schon ein bisschen, na, nicht gewurmt, aber ja, ich sag mal so. Ich hätte nicht so gerne gesehen, wenn das da stellen wir einfach am Stall. Na, am Stallrand ist ungünstig, ne? Wenn wir da mal rausfahren wollen, dann steht der im Weg. So wendig ist halt auch ja nicht, ne? Ich kann den ein bisschen kürzer machen. Das geht. Das kann ich wegmachen. Weil mit der Maus kann man das ranziehen. Dass das ein bisschen kürzer ist. So kann man größere Geräte mitnehmen, ne? Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Das weiß. Aber hier F1 zum Beispiel kann man so sehen, ne? Ich muss mal eine andere Mauspad besorgen. Aber gut, das wird reichen müssen immer so, ne? So. Gut, dann fahren wir in eine Garage rein, ne? In eine große Halle. Ja, wenn dann diese ganzen Balken nicht wären, ne? In der Mitte, dann wird es ja nicht ganz so schwierig sein. Aber schau mal, soll jetzt reinkommen? Reinkommen garantiert. Aber den brauche ich ja nicht so oft. Eigentlich gar nicht mehr, aber weiß ja man nicht. Ne? Man will nicht extra kaufen. So ein bisschen dichter rangehen. Schieben wir hinten eine Ecke rein. Aber alles hier mit Maschine, ne? Andere wäre ja nicht realistisch. Ein bisschen soll es ja auch so sein, dass man richtig machen kann. So. Kann man sogar vorne rausfahren. Oh, wir werden hinten rausfahren. Na, hinten nicht, wir werden vorne rausfahren. Hier ist das Lager für Futter, ne? Für Stroh und, ja, und hier habe ich auch ein paar Geräte zu stehen, ne? Der Mähweg, die Fräse und Anhänger des Autolot noch. So, das Düngerfahrzeug soll die Wiese düngen. Ich glaube auf dem Feld. Anhänger haben wir noch da. Ah, wir haben noch einen großen Anhänger. Oh. So. Tastatur weg, Lenkrad. Das kann man rangieren, kann man Tastatur nehmen, das ist besser. Aber fürs Fahren ist besser, man nimmt Lenkrad. Ne? Einfach zielgenauer und die Arme ermüden nicht so. Ne? Bei Kettle und Kopf geht das auch bald. Ja, das ist der Anhänger der Schritt gefahren. Ne? Deichsel, ja. Gut, ich kann auch mit der Deichsel wegfahren, ne? Vielleicht kann das sein, dass ich Deichsel abbaue daher und dann mal so weit fahre und dann dafür ran. Irgendwie tricksen. Weil für viele Sachen ist es besser, man hat man fährt mit dem Trecker, ne? So, wo passt der noch rein? Das ist ja eigentlich für die Tür, da sieht es kaum wieder. Was? Daneben? Na, da nichts. Hier am Rand ist voll, drei Stück. Gut, das fällt halt aus. Das muss ich sehen. Das muss er hier irgendwo unterpassen. Rand rechts, mal schauen. Obwohl hier ungern, ich fahre ja ganz gerne hier lang, ne? Der Autoreif fährt da aktuell keiner lang. Aktuell. So, dann haben wir noch den stellen wir hier mal zu. Jetzt. Nehmen wir Traktor für den Ballenpressen, das sind noch Ballenpressen, links und rechts. Die können aber auch rein.
Ob ich Ballentresse mit den Kronen mache, weiß ich nicht genau. Weil das ist wieder, das sind wieder diese Truett-On und da geht nur die eine Auro-Anhänger. Kalk ist voll, leer. Machen wir gleich. Fast also, dann kann der Wald gedüngt werden. Ach. Ja, hier ist Brustzerstörung 2.0 drauf. Ja. Die Stoppeln gehen kaputt. Das ist nur so feststellen. Ob weiter was geht, keine Ahnung. Das ist im Grunde für mich nicht so wichtig. Das ist halt da, ne? Ja. Dann fahren wir auch mal in der Halle rein. Oder wenn wir mal düngen, beziehungsweise düngen programmieren und dann gleich mal kalken. So. Ist ja wichtig, dass man die Fahrzeuge alle arbeiten, das ist immer entscheidend. Wenn einmal aufgeräumt ist und man räumt wieder zurück, dann ist auch alles kein Problem. Dünger reicht. Den fahren wir jetzt auf Feld Nummer 12, wo wir gerade herkommen sind. An sich. Solange Eye-Tracking funktioniert. Ab und zu mal verabschiedet sich mitten in Aufnahmesession. Ne? Weiß nicht warum, aber ist so. Und gab es ja wieder ein großes Update für Windows. Ist ja auch mal schlecht. Ein Risiko für, dass einige Einstellungen nicht funktionieren. Das Ton zum Beispiel, Mikrofon oder so. Ist halt dafür. Soll vorkommen, ne? So, Feld 12, zwei Vorgewände. Kurz brechen lassen. Das Düngen dauert ja nicht lange, das ist ja schnell erledigt. Brauchen wir auch nicht speichern. Na, heute mal nicht. Ich versuche ja eigentlich, das alles so hinzukriegen. Ja, das, naja, bis ein paar Streifen bleiben da, aber das ist überall so. War das hier auch so gewesen. Aber achten, das ist auch einiges nicht so optimal. Ja, mal gucken, wann hier was drauf war. 37 ist gut geworden. Wie gesagt, ob ich hier Mais mache und da, mal sehen. Muss ich aber schauen. Das wäre eigentlich optimal, ne, von der Entfernung her so. Da will ich einen voll machen, den mittleren. So, und dann wollte ich Weizen und Gerste. Das habe ich hier gemacht. 47. Da war auch noch irgendwas. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Ja, und dickes Dankeschön fürs Liken und fürs Abonnieren. Vielleicht macht das mal einer, deswegen ein bisschen vorausschauend bedanken. Ist ja gut möglich. Ja, dann sagen wir mal tschüss und bis dann und ciao.